Am zentralen Omnibusbahnhof in Reutlingen wurden in der Nähe der Fußgängerbrücke zum Bürgerpark zwei Eschen mutwillig abgesägt. Die Baumkronen und Stämme warfen die unbekannten Täter in die Echerts. Die Kosten für eine Neubepflanzung belaufen sich voraussichtlich auf 3.000 bis 4.000 Euro. Die Eschen wurden vor 5 Jahren als Ersatz für abgestorbene Spitzahornbäume gepflanzt.